Die Svensons in Katthold können einem leid tun, was die für einen Bengel zum Sohn haben. Ja, das ist wirklich ein Elend. Weiß Gott, vor vielen Jahren lebte einmal auf dem Katthuldhof in der Gemeinde Lönneberga in Småland, das liegt in Schweden, ein Junge. Er hieß Michel und dachte sich mehr Streiche aus, als es Tage im Jahr gibt. Und das mochten die Einwohner von Lönneberga gar nicht. Einen guten Tag wünsche ich. Guten Tag. Also, wir haben eine Sammlung veranstaltet. Ach ja? Aber wozu ist das denn? Wir haben uns gedacht, es würde reichen, Michel nach Amerika zu schicken. Damit es wieder ein bisschen ruhiger hier bei uns in Lönneberga wird. Aber Michel ist ein netter Junge und wir lieben ihn genauso, wie er ist. Habt ihr es gehört? Oh nein, das kann ich auch nicht machen. Michel nach Amerika schicken. Sowas habe ich noch nie gehört. Ja, wir müssen doch auch ein bisschen an die Amerikaner denken. Die haben uns doch nichts Böses getan. Warum sollten wir ihnen also Michel in die Schuhe schieben? Und außerdem, da stand doch was in der Zeitung von Wimmerby über dieses schreckliche Erdbeben da drüben in Amerika, nicht wahr? Und da meine ich eben, es wäre bestimmt zu viel für die, wenn da auch noch Michel erscheinen würde. Hör jetzt auf, Lina. Ja. Geh in den Stall zu melken. Das ist das Einzige, von dem du was verstehst. Es muss doch irgendeine Gerechtigkeit geben. Warum sollen denn die Amerikaner alles Elend haben? Ich könnte ja mal mit denen tauschen. Ich glaube, ich werde denen mal schreiben. Ihr kriegt unseren Michel und dafür schickt ihr uns euer Erdbeben. Michel, du verflixter Bengel! Michel! Michel! Bleibst du stehen? Mach auf! Mach auf! Den Schuppen konnte man sowohl von außen als auch von innen verriegeln. Ab und zu war Michel der Ansicht, es wäre besser, ihn von innen zu verriegeln, um in Ruhe seine Holzmännchen zu schnitzen. Michel, mach auf! Aufmachen, sag ich! Setz dich hin und denk über deine Streiche nach, damit sich sowas ja nicht nochmal wiederholt. Das wird gut für dich sein. Ich meine das Nachdenken. Und Holzmännchen schnitzen schadet ja auch nichts. Nachdenken und schnitzen, das wird dir gut tun. Nun, Holzmännchen zu schnitzen, das war für Michel nichts Neues. Er hatte schon eine ganz schöne Sammlung davon. Und wenn ihm sonst nichts zustoßen würde, würden es sicher noch mehr werden. Jeden Abend schrieb Michels Mutter seine neuesten Streiche in einem blauen Schreibheft auf. Und mit der Zeit bekam auch sie eine nette kleine Sammlung von diesen Heften zusammen. Als Michel einmal Geld brauchte, nahm er ein paar von diesen Heften in die Sonntagsschule mit, weil er dachte, er könnte damit vielleicht ein Geschäft mit der Lehrerin machen.
diese Hefte kaufen? Was soll ich denn damit anfangen? Vielleicht lernen die anderen Kinder daraus, nicht so böse zu werden, wie ich's bin. Ja, ja, Michel wusste ganz gut selbst, was für ein Bengel er war. Und wenn er es mal vergessen sollte, es gab ja Lina. Und die würde es ihm immer wieder vorhalten. Ich habe noch nie so einen Bengel gesehen. Wozu der überhaupt die Sonntagsschule besucht? Von der Wirkung ist da nichts zu spüren. Der kommt doch sowieso nicht in den Himmel. Höchstens, wenn die da jemand brauchen, der ihnen beim Gewitter hilft. Gott sei Dank, dass ich dich noch habe, Ida. Du bist nett. Aber Michel stellt doch nicht immer was an. Nein, aber wenn er gerade nichts tut, denkt er sich was Neues aus. Ich habe noch nie so ein Kind gesehen. Ja, wirklich. Das stimmt. Das ist mir egal. Ich mag Michel trotzdem. Dass Lina den Michel nicht besonders mochte, das habt ihr wohl inzwischen mitbekommen. Aber jetzt ratet mal, wen sie mochte. Ja, ja, das ist er. Alfred. Ja, gut. So går hela veckan, alla dagar år. Jag går bort en liv i skimrande bruddräkt, så vit som en snö. Kom djurtänjans dotter, en blomstrande mö. Hon lovat att giva en främling sin hand. I morgon går färden till främmande land. Du, Alfred, du weißt doch noch, was du mir versprochen Wer? Hast. Ich? Was habe ich denn versprochen? Na, dass wir heiraten werden, stimmt's? Ja, ja, natürlich kann ich dich heiraten, wenn du das unbedingt willst, aber das brauchen wir doch nicht zu überstürzen. Aber nächstes Jahr unbedingt. Du blickar so ömt, du mig säkert förstår. Förlåt, käre vännen, jag torkar en tår. Men hör du din brudgum, du ropar igen. Farväl nu för alltid, min älskade. Nun denn, auf Wiedersehen, meine geliebte Freundin. Ich gehe jetzt mit Michel zum Bad. Immer Michel, immer Michel, immer Michel. Nur du und ich, Alfred. Na klar, Michel. Natürlich nur wir beide. Alfred mochte Michel und Michel mochte Alfred. Schließlich hatte Alfred dem Michel auch eine ganze Menge beigebracht. Michel wollte nämlich alles können, was Alfred konnte. Was ist, Michel? Alfred brauchte sich keine Sorgen zu machen. Michel hat sich danach nie mehr am Schnupftabak vergriffen. Lille far, lille far.
Nur auf, dass du den Topf nicht umwirfst. Anton! Anton und Michel, Essen kommen! Was hast du da wieder gemacht, verflixter Bengel? Au! Alma, sieh dir das an! Weil Michel seinen Vater wieder versöhnlich stimmen wollte, ging er am Abend mit Alfred zum Katholsee, um Krebse zu fangen. Ich bin gerne in der Nacht auf und fang Krebse mit dir. Das habe ich mir fast gedacht. Sag mal, Alfred, schimpfst du nie über andere Leute? Kannst du mir verraten, warum du nie schimpfst? Weißt du, um richtig schimpfen zu können, muss man auch richtig böse sein. Und wenn ich richtig böse bin, bin ich gleich so furchtbar böse, dass ich kein einziges Wort herausbringe. Wenn du mich fragst, ich finde es gut. Vater wird sich sicher wundern, wenn er sieht, wie viel Krebse wir gefangen haben. Ja, das glaube ich auch. Ich bringe sie gleich in die Kammer, damit er sie auch gleich sieht, wenn er die Augen aufmacht. Schon wieder dieser verflixte Bengel gewesen. Ah, Michel, komm her! Michel! Ah, Michel! So hilf mir doch einmal! Ja, ja! Oh, komm endlich, Alma! Hör auf, über so etwas zu lachen! Alma! Michel, wach auf! Mach schon! Wie lange soll ich denn noch warten? Wach auf! Michel, wach auf! Dann siehst du was ganz Lustiges.
Ich bin schon satt. Du hast doch noch kaum was gegessen. 3 Tage lang aßen sie Krebse auf dem Katulthof. Es war ein wahrer Genuss. Außerdem verkaufte Michel Krebsschwänze der Frau des Herrn Pastors zu 25 Öre das Kilo. Den Erlös teilten sich Michel und Alfred redlich. Also im Geschäfte machen bist du sehr geschickt, Michel. Du wirst bestimmt ein richtiger Geschäftsmann werden, wenn du groß bist. Am letzten Mittwoch des Oktobers gab es jedes Jahr den Herbstmarkt in Wimmerby. Dahin fuhren alle Leute der ganzen Gegend, die aus Lönneberger und aus allen anderen Dörfern. Auf diesem Markt konnte man Bekannte treffen, sich einen Verlobten angeln, Zuckerstangen lutschen, einen schottischen tanzen, sich prügeln und sich amüsieren. Jeder kam da auf seine Kosten. Morgen, Alfred. Heute geht's los, Alfred. Ich meine damit, heute werden wir voll zuschlagen. Was tun wir? Wir werden uns verloben, du Dummkopf. Heute wird's einen ganz anderen Schlag geben. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Du meinst bestimmt den Kometen. Glaubst du, dass er wirklich kommt? Das nehme ich doch an. Wenn etwas in der Zeitung steht, wird's schon stimmen. Nun war es so, dass die Leute von Smallland schon lange auf einen großen Kometen warteten. Und jetzt stand es schwarz auf weiß in der Zeitung, dass er am 31. Oktober kommen würde. Mit seinem langen Rauchschweif würde er womöglich auf die Erde stürzen, sodass sie in 1000 Stücke zerspringen könnte. Ich möchte wissen, warum das blöde Ding ausgerechnet am Markttag vom Wimmerby kommen muss. Wenn ich mich amüsieren will. Aber im Grunde macht das auch nichts. Vielleicht kommt der Komet erst am Abend und dann habe ich schon das meiste mitgemacht. Wie fein du dich gemacht hast, Lina. Ist doch klar, wenn man auf den Markt geht. Dass du mir aber auch ja nicht vergisst, die Hühner zu füttern. Und die Schweine. Und pass bitte auch auf, dass die Katzen sich nicht in der Wohnstube herumtreiben und was anstellen. Ja, ja. Du tust mir leid, Krösermeier. Du wärst bestimmt auch gern auf den Markt gegangen. Woher? So verrückt bin ich nicht. Ich bin hier in Lönneberger geboren und hier will ich auch sterben. Wieso denn? Willst du jetzt sterben, Krösermeier? Na ja, wer weiß. Vielleicht fällt einem der Komet auf den Kopf und dann ist man tot. Ja, so ist es. Na, dann komm mal, Ida, ich helf dir. Du kannst auf meinem Schoß sitzen. Also auf Wiedersehen, Krösermeier. Ja, lebt wohl. Ich werde ein paar Wimmerby-Kringel auf dem Markt kaufen und sie dir mitbringen. Ja, ja, danke. Falls ich noch lebe, wenn ihr wiederkommt. Sonst ist das egal. Na, hör mal, wir hoffen, dich bei bester Gesundheit anzutreffen. Willst du auf den Kutschersitz, Michel? Ja. Im Pferdelenken bist du gar nicht so schlecht, mein Junge. Ich hab's ja auch bei Alfred gelernt. Fast ho, sjokke neger bintere. Hva hjelper de? Pinner og beker og veldra. Trave, de gjør ho temmelig bra. På jemner vel. Bestimmt geht's so nicht mehr lange. Die Jula ist jetzt schon so alt, die schafft's bald nicht mehr. Dann wär's doch am besten, wenn wir uns gleich ein neues Pferd auf dem Markt kaufen. Kaufen? Immer kaufen! Warum besorgen wir uns nicht eine neue Magd, wenn wir schon zum Markt fahren? Ich mein's nicht im Ernst, Lena. Hab nur Spaß gemacht. Aber ein neues Pferd? Nein, Jula wird's bestimmt noch ein paar Jahre schaffen. Dann wird es Lena sicher auch noch ein paar Jahre schaffen. Na, wer weiß. Ich fang's euch bestimmt nicht. Der ist gut, den musst du mal versuchen.
Und von dem noch. Geben Sie mir davon auch noch ein bisschen. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Nein, danke. Hör mal, Michel, du und ich, wir beide sehen uns mal beim Retfio. Hm? Auch wenn wir selbst gar nichts kaufen wollen, man kann ja den anderen beim Handeln zusehen. Hm? Kommst du auch mit, Alfred? Ich komm Nein, schon du mit. Kommst mit mir in die Konditorei und trinkst deinen Kaffee. Darauf freue ich mich schon das ganze Jahr. Ja, und du und ich, Ida, wir verkaufen unsere Eier und die Wolle. Das wird sicher lustig, nicht Ganz wahr? Sicher. Weißt du was, Mama? Nein, sag's mir. Wir müssen auch ein neues Schreibheft kaufen, um Michels Streiche aufzuschreiben. Also das vergesse ich bestimmt nicht. Hast du schon mal so prächtige Kohlköpfe gesehen? Anton, vergiss ja nicht, Frau Petrell hat uns zum Essen eingeladen. Oh nein, so was Wichtiges vergesse ich bestimmt nicht. Ich bin noch nicht verkalkt. Hör zu, dass du dich ja benimmst. Junko kaufen? Tja, also... Ich würde dir raten, gleich zuzugreifen. Ich sehe mich erst noch ein bisschen um. Wie heißt der denn? Hm? Lukas. Also der würde gut zu unserem Markus passen. Glaubst du? Wie alt ist er denn? 3 Jahre. Du bist wirklich ein schönes Pferd, Lukas. Dich möchte ich gleich mitnehmen. Das ist wirklich nicht schlecht. Was soll er denn kosten? 300. Ah. Ist das nicht ein bisschen viel? Für so ein braves kleines Pferd ist es sogar billig. Na schön, 250 ist es mir wert. Nein. Also wie viel? 300. Ach, wenn nur Michel 300 Kronen gehabt hätte. Ach, wo war bloß Vater? Natürlich war es Michel völlig klar, dass es genauso schwierig sein würde, von seinem Vater 300 Kronen zu bekommen, als wenn er versuchen würde, sie einem Fels zu entlocken. Michel zupfte und zerrte an allen möglichen Leuten, von denen er glaubte, sie könnten sein Vater sein. Aber wenn sie sich zu ihm umdrehten, dann war es immer ein Södravi oder ein Loknebi, aber nie der Anton Svensson vom Katthulthof. Gibt es hier jemanden, der mich klein Buben erkennt? Mein Vater ist nämlich plötzlich verschwunden. Das ist doch... Michel! Rumgetrieben, du verflixter Bengel. Musst du unbedingt deine eigenen Wege gehen? Darüber können wir später noch reden. Jetzt komm, da ist ein Pferd, das musst du sehen. Ein Pferd? Aber ich will kein Pferd kaufen. Du bist verrückt. Los, komm. Du kannst es dir doch wenigstens ansehen. Das kostet überhaupt nichts. Na schön, sehen wir es uns an. 1, 2, 300. Danke. Na, das wär's dann. Ich danke auch schön. Aber das Pferd ist doch gutmütig. Und ob es gutmütig ist. Aber warum ist es denn nicht beschlagen? Na ja, es ist erst 3 Jahre alt und da kommt es doch oft Bevor vor, Bevor ich heimfahre, nicht... muss es unbedingt Hufeisen kriegen. Ja, das verstehe ich schon. Hier gibt's doch sicher einen Hufschmied. Natürlich gibt's hier einen Hufschmied. Na, dann komm mal. Aber Michel... Wer wird denn da weinen, Michel? Wir hätten das Pferd sowieso nicht kaufen können. Es war viel zu teuer für uns. 300 Kronen, Michel. Das verstehst du doch nicht, wahr, Michel? So, und jetzt gehen wir auf den Markt rüber. Du, da werde ich dir eine ganze Tüte voll Zuckerbonbons kaufen. Ganz gleich, was sie kosten. Alfred, du bist wirklich unmöglich. Alle Menschen verloben sich. Ja, ja. Es gibt genug, die jede Dummheit mitmachen. Aber es gibt auch noch welche, die erst einmal nachdenken.
Und zu denen gehöre ich. Ja, aber wir sind trotzdem verlobt. Und darum kannst du mir auch ruhig einen Ring kaufen. Nein, nein. Ich lade dich lieber zum Kaffee ein. Na schön. Ab und zu kriegst du auch einen Kuss. Und Schluss. Das reicht doch auch. Das reicht. Ach, was? Den Ring kaufe ich dir bestimmt nicht. Aber wir sind doch fest verlobt. Ja, das schon, aber... Ah, da kommt der Bauer und der Michel. Also mach's gut inzwischen. Du auch. Als wär's gestern gewesen. Du kannst mir's glauben, Alfred. Das Pferd, das ich gesehen hab, Lukas heißt es. Das ist genau das Pferd, das wir jetzt haben müssten. Nein. Doch. Frau Petrell war eine der vornehmsten Damen der Stadt. Deshalb war es wirklich verwunderlich, dass sie ausgerechnet die Leute vom Katulthof zum Mittagessen eingeladen hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur der guten Würste wegen war, die Michels Mutter immer mitbrachte. Die Katulter sollten einen aufgewärmten Fischpudding, der vom Vortag übrig geblieben war, und eine Blaubeersuppe bekommen. Willkommen. Nein, wie nett. Guten Tag. Guten Tag alle miteinander. Guten nur Tag. Herein, bitte. Bitte, kommt nur wirklich herein. Nett. Wir haben uns ja so lange nicht nur gesehen. Nur herein. Nur herein. Ach, Frau Petrell, da habe ich Ihnen... Ja, ich habe Ihnen ein bisschen Wurst mitgebracht. Hoffentlich schmeckt sie Ihnen. Ach, nicht doch. Das wäre aber wirklich nicht nötig gewesen. Ich freue mich sehr. Na, du Kleine, aber... Wo ist denn Michel? Wenn man das nur immer wüsste. Das ist ein verflixter Bengel. Es ist ganz bestimmt leichter, einen Sack voll Flöhe zu hüten. Die verschwinden nicht so schnell. Gegenüber von Frau Petrell war das Haus des Bürgermeisters. Gottfried, sein kleiner Sohn, spazierte auf Stelzen im Vorgarten herum. Wenn sich zwei kleine Jungen zum ersten Mal begegnen und sie sind von der gleichen Art, dann brauchen sie sich nur anzusehen, um sich auf Anhieb zu verstehen. Ich möchte auch so eine Mütze wie du haben. Leihst du sie mir? Nein, du, die brauche ich schon selbst. Aber ich möchte mir mal deine Stelzen leihen. Bekomme ich sie? Die kannst du haben, aber ich glaube kaum, dass du auf den gehen kannst. Das ist nämlich schwer. Glaubst du, dass man mit den Dingern über den Zaun gehen kann? Ich glaub's zwar nicht, aber du kannst es ja mal versuchen. Ein Löffelchen Blaubeersuppe. Ich bin ja heute so nervös. Ich bin wirklich ganz außer mir. Aber warum denn? Lest ihr denn nichts vom Kometen? Ihr müsst doch etwas davon gehört haben. Ja, das haben wir. Also, heute soll er nun kommen. Ganz Wimmerbiestenaufruhr, das kann ich euch versichern. Ach, Herr im Himmel. Wenn ich es mir recht überlege, ist das vielleicht die letzte Blaubeersuppe, die ich in meinem Leben esse. Dann ist es wohl besser, wenn ich noch ein bisschen bekomme, für alle Fälle. Der Komet! Michel! Oh! Oh! Oh, oh je! Du verflixter Bengel, dafür sperre ich dich eine Woche im Schuppen ein! Nein. Komm, wir müssen ihr helfen. Hol etwas kaltes Wasser. Wir müssen ihn still nass machen. Komm, beeil dich. Lauf in die Küche. Da gibt es bestimmt kaltes Wasser. Warte, ich helfe dir. Aber wie soll ich nur denn... Dann stell dich nicht so an. Such ein Gefäß und einen Lappen. Warum dauert das nur so lange? Bloß wegen ein bisschen Wasser. Die arme Frau Petrell. Was ist denn? Mal sehen, ob das nicht auch hilft. Das ist ja einfach nicht zu fassen. Ich tue ja schon, was ich kann. Aber ich kenne mich hier nicht aus. Da kann man sehen, wie gut es ist, wenn man recht viel Blaubeersuppe macht. Die hilft dann auch bei so einem Unfall. Wir brauchen kein Wasser mehr. Ich habe sie schon gesund gemacht. Michel!
Du verflixter Bengel! Jetzt weiß ich ganz genau, wer hier für längere Zeit in den Schuppen wandert. Was bist du für ein verflixter Bengel? Anton! Was? Verflixter Bengel. Scheint wieder sauber zu sein. Na, der Dreck in den Ohren ist dir wohl kaum von eben. Hab ich recht? Du kannst dich dann wieder anziehen. Soll ich dir dabei helfen? Nein! Halt du dich bloß fern, der Himmel soll schützen. Verschwinde aus meinen Augen. Und lass dich nicht wiedersehen, bevor wir nach Haus fahren. Aber Anton, wie kannst du... Mach mir bloß nicht ganz Wimmerby kaputt. Falls du das kannst, stell mal eine Weile nichts an. Aber du würdest ja selbst in der Wüste Sahara irgendwas finden, was du dann klein kriegst. Anton. Auch dieser Markttag neigte sich seinem Ende zu und würde bald für immer vorbei sein. Aber die Menschen auf den Straßen lachten und redeten und lärmten immer weiter. Ihr müsst natürlich bedenken, was für ein besonderer Tag dieser Tag war. Einmal war heute der Geburtstag des Bürgermeisters und zum anderen sollte ja der Komet kommen. Her damit, jetzt reicht's. So, jetzt bin ich dran. Ja, das ist ja schrecklich, wie sich das Pferd anstellt. Ich habe schon viele Pferde beschlagen, aber so eins noch nie. Kümmer du dich um deine Arbeit. Wir halten das Pferd schon. Oh, ja. Gib mir den Huf. Aber was soll denn das? Lass das doch. Das schaffst du nie. Ich sag's. Du hast ganz schön was abbekommen. Nein, zum Teufel. Das Pferd benahm sich tatsächlich genauso wie Lina, wenn man sie kitzelte, meinte Michel. Ihr könnt's mir glauben, dieses Pferd lässt sich nicht beschlagen. Das haben die in Tuna mindestens 20 Mal versucht. Warum hat mir das der Bauer nicht gesagt, bevor ich's gekauft habe? Also wirklich. Wenn er's gesagt hätte, hättest du doch, wie ich dich kenne, den Gaul gar nicht gekauft. Jedenfalls wäre ich den Mann jetzt dafür verklagen. Was soll ich jetzt mit der Mähre? Die kann haben, wer will. Hauptsache, ich sehe sie nicht mehr. Ich nehme das Pferd. Wie denn? Du, Winzling? Das würde dich zu Tode treten, bevor du nach deiner Mama rufst. Dem Pferdehändler war es natürlich nicht ernst gewesen, das Pferd zu verschenken. Aber da so viele Leute es gehört hatten, musste er versuchen, sich mit einem Trick aus der selbstgestellten Falle zu befreien. Na schön, du kannst es bekommen, aber unter einer Bedingung. Was denn? Du musst es so halten, dass wir es beschlagen können. Ich kitzel dich bestimmt nicht. Du, das verspreche ich dir ganz fest. Hast du verstanden? Ich fasse dich gar nicht am Bein an, nur am Huf. Und daran lag es auch. Das Pferd war tatsächlich kitzlig. Und wenn man nicht an die kitzlichen Stellen kam, würde es ganz sicher stillhalten und sich auf allen Hufen beschlagen lassen. Ich werde dich bestimmt nicht kitzeln und nur am Huf fassen. Du, ich halte auch, was ich versprochen habe. Ich fasse dich nur an den Hufen an. Verstehst du, mein Pferd? Glaubst du im Ernst, es versteht dich? Hä? Glaubst du, dass es so besser geht? Sie werden es ja schon sehen. Nein, lass das, lieber Junge. Du kannst zu Tode getreten werden. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Himmels Willen, was machst du? Ihr könnt es beschlagen, ich halte es schon. Das ist ja unglaublich. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Oh, sieh dir das an. Der Junge da versteht mehr von Pferden als du, obwohl du ein Pferdehändler bist. Thank you.
Als das Pferd auf alle vier Hufe Hufeisen bekommen hatte, wurde der Pferdehändler sehr unruhig. Er hatte ja nicht im Traum daran gedacht, das Pferd zu verschenken. Das reicht wohl dafür. Oh nein, da steck mal lieber wieder ein. Du hast dem Jungen das Pferd versprochen. Aber das ist doch unmöglich, das versteht ihr doch. Der Junge kriegt das Pferd, gesagt ist gesagt. Na schön, dann nimm's nur. Nimm's dir. Nimm es zum Teufel und verschwinde damit, damit ich euch weiter nicht mehr sehen muss. Lukas. Gottfried, komm her, beeil dich, ich zeig dir was. Wem gehört denn das Pferd? Das gehört mir. Nein, du lügst. Nein, ich sag die Wahrheit. Mein Vater hat gesagt, ich wäre noch zu klein, um ein Pferd zu haben. Ich finde dich nicht zu klein. Er hat's aber gesagt. Es gibt keinen Jungen, der so alt ist wie ich und ein Pferd hat, sagt er. Das ist aber toll. Das ist es wirklich. Das sollte mal dein Papa sehen. Ja, das wäre was. Aber wie kann ich ihm ein Pferd zeigen, wenn er immer nur da drin im Haus sitzt und Feste feiert? Unmöglich, dass er mal rauskommt. Ich verstehe schon, wie schwierig das ist. Da müssen wir uns eben was anderes überlegen. Aber was denn? Aber wenn da gesagt wurde, ich sei Wimmerbys größter Sohn und das von jeher, also das scheint mir noch ein bisschen übertrieben. Trotzdem, also ich muss gestehen, dass ich sehr bewegt bin von dem, was gesagt wurde. Meine lieben Freunde, ich erhebe mein Glas und trinke auf euer aller Gesundheit. Jetzt siehst du, dass es auch welche gibt, die Pferde haben. Falls ihr jemals an einem Fest teilgenommen habt, bei dem plötzlich ein Pferd aufgetreten ist, dann wisst ihr auch, dass es immer ein paar Leute gibt, die die Augen aufreißen und zusammenzucken, so als hätten sie noch nie ein Pferd gesehen. Dieses Pferd dir? Gewiss. Es ist hübsch. Ja, ein schönes Pferd. Da lachten sie alle aus vollem Halse. Sie wussten es ja nicht besser. Und dann fiel Michel plötzlich ein, dass er ja zurück nach Lönneberger musste. Wiedersehen, Gottfried. Ich muss jetzt wieder nach Hause. Ja, das ist auch sicher besser, bevor mein Vater wieder aus der Sahne rauskommt. Ja. Heute Abend gibt's bei uns noch ein tolles Feuerwerk. Sieh doch mal, wie viele Feuerwerkskörper wir haben. Ich möchte auch mal so ein Feuerwerk sehen. Man kann auch mal so ein Ding losschießen, um zu sehen, ob es auch geht. Meinst du, dass die alle funktionieren? Sollen wir es mal ausprobieren? Ja gut, aber nur das kleine Ding da drüben. Mhm. Oh!
Jetzt habe ich endlich mal ein richtiges Feuerwerk gesehen. Ja, jetzt hast du endlich ein richtiges Feuerwerk gesehen. Hey, Hopser-Vater, sieh mal an, wie gut der Michel reiten kann. Michels Vater saß auf dem Kutschbock und war sehr stolz auf seinen Sohn. Der hatte zwar Frau Petrell und ganz Wimmerby mit seinen Streichen fast zu Tode erschreckt, aber er hatte es auch geschafft, ein Pferd ganz umsonst zu bekommen. Im ganz Lönneberger hatte niemand einen Jungen wie diesen. Michels Vater war so gut gelaunt, dass er das Einsperren längst vergessen hatte. Hier seht ihr den Herrn vom Kathulthof. Ein ganz besonderer Mann ist das. Du bist aber heute ganz besonders gut gelaunt. Ja, es wurde immer herbstlicher. Nicht nur auf dem Kathulthof wurden die Tage immer grauer und dunkler. Das war in ganz Lönneberger so. Ja, in ganz Moorland. Pfui, Teufel! Lina fand es gar nicht schön, tagtäglich früh um 5 im Dunkeln in den Stall zu gehen. Schon. Os wiegeld mi gnüs, os locknar mi sol, då brister av ångest mitt bröst. Då finnes på jorden från pol till pol ej någon som skänker mig tröst. Ja, Lina fand den Herbst ziemlich trostlos. Aber in dieser Zeit gab es auch Dinge, die sie mochte. Dazu gehörten auch die Katechismusprüfungen. Ist das wahr? Stimmt's, dass wir jetzt mit dem Katechismus drankommen? Werden wir geprüft? Mhm. Am Samstag in 8 Tagen. Also lern schön, damit du auch richtig antworten kannst. Ich mag sie richtig, diese Katechismusprüfungen. Aber ich mag nicht alle Fragen gleich. Manchmal weiß ich einfach nicht, was ich antworten soll. Ja, ja. Was die biblische Geschichte betrifft, bist du nicht besonders gut. Aber ich nehme an, dass das der Herr Pastor auch weiß und dir nur leichte Fragen stellt. Ja, hoffentlich macht er das auch. Worauf sich Lina bei der Katechismusprüfung am meisten freute, war das gute Essen, das es da gab. Und da war sie nicht die Einzige. Alle Gemeindemitglieder waren eingeladen, auch die Armen aus dem Armenhaus. Ich
Ich nehme an, dass ihr euch unter dieser Katechismusprüfung gar nichts vorstellen könnt. Aber damals war es eben so, dass die Leute etwas davon wissen mussten, was in der Bibel und im Katechismus stand. Und darum musste der Herr Pastor ab und zu kontrollieren, wie es um dieses Wissen bestellt war. Musst du mich wirklich auch noch verhören? Reicht es nicht, wenn das der Herr Pastor macht? Wenn du es immer falsch sagst. Jetzt hör doch mal. So wie wir unseren Herrn lieben und fürchten, so lieben und fürchten wir auch unseren Ehegemahl. Das ist doch nicht schwer. Mal sehen, ob ich's kann. So wie wir unsere Ehegemahlin lieben und fürchten. Ach, du bringst alles durcheinander. Und Gott sagte, lasset uns den Menschen machen als unser Ebenbild. Und so hat Gott zuerst den Mann erschaffen und er nannte ihn Adam. Dann schuf er die Frau und nannte sie Eva. Und so wurde Eva zur Mutter alles Lebenden. Und Gott segnete sie. Dann befahl er ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Erfüllt die Erde und macht sie euch untertan. Er hatte ihnen ziemlich lange von Adam und Eva erzählt, dass sie die ersten Menschen auf der Erde waren, dass sie im Paradies wohnten. Und selbstverständlich war er davon überzeugt, dass jeder ihn verstanden hatte. Nun, Lina, wie hießen unsere ersten Vorfahren? Tor und Freier. Als Michels Mutter Linas Antwort hörte, schämte sie sich, weil Tor und Freier zwei alte Götter waren, an die die Leute von Smorland vor 1000 Jahren in der heidnischen Zeit geglaubt hatten, bevor ihnen überhaupt jemand etwas von der Bibel erzählt hatte. Aber Lina, weißt du wirklich nicht mehr, dass die ersten Menschen Adam und Eva hießen? Doch, das weiß ich. Und Gott schuf sie nach seinem Ebenbild. So war es, das weiß ich. Ganz recht, Lina, so war es. Zuerst schuf er den Mann und dann? Dann hat er eine Reibe genommen und daraus die Frau gemacht. Nein, Lina, er nahm keine Reibe, sondern eine Rippe. Ja, natürlich so. So war es wohl. Auch du bist als Ebenbild Gottes geschaffen worden, Lina. Hast du schon einmal darüber nachgedacht? Ja, also, allzu oft bestimmt nicht. Du bist aber ein Wunderwerk Gottes. Verstehst du nicht das Wunderbare, dass er dich geschaffen hat? Ja, das wird schon so sein. Aber, also ich meine, das war wohl nicht so was Besonderes, gerade mich zu machen. Höchstens die vielen Schnörkel, da in den Ohren drin. Die waren bestimmt ziemlich schwierig zu machen. Michels Mutter meinte, alle Bewohner vom Katulthof müssten sich schämen, weil Lina so dumme Antworten gab. Michel. Tor und Freier. Du wirst in alle Ewigkeit eine Heidin bleiben, das ist mal sicher. Also, die bringen da so viel durcheinander. Warum soll ausgerechnet ich alles wieder in Ordnung bringen? Na? Es wird bald was zu essen geben. Ja, das sehe ich. Was für ein Überfluss an Gottesgaben. Ich dachte immer, die Bibel sei das Wichtigste und der Katechismus. Aber für dich ist ganz etwas anderes wichtig. Du kümmerst dich mehr um die Fleischklöße und um den Salat, um die Würstchen und, oh, und Käsekuchen. Alles zu seiner Zeit, Anton. Den Katechismus zu seiner Zeit und den Käsekuchen zu seiner Zeit. Ja, jetzt war es wohl an der Zeit, dem Käsekuchen Ehre anzutun. Also das ist wirklich ein guter Käsekuchen gewesen. Da bin ich aber sehr froh, dass er geschmeckt hat. Bitte zugreifen. Danke, danke. Hör mal, Michel, bist du so nett und machst den Hühnerstall zu? Ja, mach ich. Komm aber gleich wieder. Noch etwas Sahne gefällig? Ein schönes Stück Brot, Lukas. Mein braves Pferd. Nein, für euch habe ich nichts mehr.
Aber wenn ich später wiederkomme, kriegt ihr ein richtiges Festessen von mir. Hinter dem Schweinestall lag das Plumpsklo. Ja, so hat man das damals genannt. Nun denkt ihr vielleicht, dass das nicht gerade eine feine Bezeichnung ist. Aber es hatte noch einen anderen Namen. Und zwar wurde es nach seinem Erbauer, einem Knecht namens Trisse, auch die Trissebude genannt. Alles ist verriegelt. Alles ist verriegelt. Jetzt ist alles verriegelt. Michel! 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 Hey! Alles ist verriegelt, alles ist verriegelt. Jetzt ist alles zu. Michel! Oh! Ich hätte es mir denken können. Das Taschenmesser steckt natürlich in meiner Arbeitshose. Ja! Michel! Früher oder später muss jemand herkommen. Aber um den tut's mir schon jetzt leid. Denn der Erste, der hier reinkommt, den bring ich um. Das war wirklich sehr ungerecht von Michels Vater und gar nicht nett. Allerdings muss man auch berücksichtigen, wie wütend er war. Nun bin ich der Meinung, dass es Aufgabe der Gemeinde ist, die notwendigen Reparaturen am Pfarrhof so bald wie möglich durchzuführen. Und außerdem muss auch das Armenhaus renoviert werden, aber das Problem ist noch nicht so dringend. Weißt du, wem die Galoschen gehören? Das sind die vom Pastor. Und darum könnte man... Also da könnte man doch... Ich will jetzt hier raus. Und wenn ich mich durch das Loch da oben zwängen muss, ich zerspring gleich vor Wut. Wenn man nur richtig wütend ist, geht alles. Was macht ein Kirchenältester, wenn er mit einer Körperhälfte draußen im Regen ist und mit der anderen im Klo steckt? Schreit er um Hilfe? Nein, denn er kennt ja die Lönneberger. Und er weiß, dass das Bekanntwerden seines Zustands ein so gewaltiges Hohngelächter in ganz Smallland auslösen würde, dass es ihn sein Leben lang verfolgen würde. Also diese Katechismusessen, die mag ich nicht. Ich schon. Das ist nämlich gut für die Schweine. So ein feines Essen bekommen die sonst nie. Michel! Wo ist so Fachkalt? Sag ihm, er soll ein Kilo Dynamit mitbringen. Damit werde ich die ganze Pressebude in die Luft sprengen. Verstanden? Komm sofort, Alfred, und bring ein Kilo Dynamit mit, wenn du welches hast. Was? Komm! Ja.
Das war wirklich ein Jammer. Die Sache mit dem Dynamit hatte Michels Vater natürlich nicht so ernst gemeint. Immerhin erwies es sich aber als notwendig, ihn herauszusägen. Anders ging es nicht. Wart es nur ab, bis ich erst draußen bin. Das wird nicht lustig für dich, das kann ich dir versichern. Warum musst du hier auch noch mit dem Regenschirm rumstehen? Damit dir der Regen nicht auf den Kopf fällt, Papa. Ja, das macht jetzt auch nichts mehr. Ich bin sowieso schon pitschnass. Ich werde mich erkälten und eine Lungenentzündung bekommen, das ist ganz sicher. Eine Erkältung kriegst du bestimmt nicht. Die Hauptsache ist, dass man trockene Füße hat, richtig? Ja, ja. Die Hauptsache ist, dass man trockene Füße hat. Das stimmt. Ja. Ich bin auch gleich damit fertig. Oje, oje, oje. Du wirst es schon erleben. Ja. Michel, du verflixter Bengel. Das wirst du büßen. Stehen bleiben, stehen bleiben. Michel! Michel! Halt! Wirst du wohl aufmachen? Aufmachen, sag ich! Stell dir vor, ich höre gar nichts. Michel! Denn so lange? Darüber unterhalten wir uns später noch. O Herre, voll Abnot, netter Voradar, düte knack i dit Brot. Vielen Dank für den schönen Tag. Danke euch. Danke, danke. Und so danken wir alle unseren Gastgebern für den heutigen Tag. Danke. Wir danken.